Was guckst du denn so traurig? Ach, Weihnachtsmann. Warum hast du mir denn gar keinen Wunschzettel geschrieben in diesem Jahr? Du hast doch immer so viele Wünsche. Weihnachtsmann. Ja, Nelchen? In diesem Jahr? Ho, ho, ho. Was ist denn in diesem Jahr? Hab ich nur einen Wunsch. Die Welt hat sich verändert, nichts ist mehr wie es mal war. Ich sitz einfach da und ich hoffe nur, dass Rettung naht. Ich möchte gern nach draußen, aber bin hier drin gefangen. Schreibe in mein Tagebuch und mache mir Gedanken. Diese Wände, die ich kenne, scheinen nicht mehr gleich zu sein. Nehme mir mein Fernglas und sehe diese Streitereien. Seh den Vater, der kein Geld mehr hat für die Familie. Und die Nerven liegen blank und deshalb hagelt es die Hebe. Der kleine Junge, der die Schreie kriegt von seinen Eltern, weil er spürt, irgendwas passt ihm nicht und irgendwas ist seltsam. Die Tränen seiner Mutter, weil sie keine Antwort für ihn hat. Seine ganzen Fragen machen sie zu einem Nervenfrag. Sein Papa würde gern ins Kaufhaus um 7, aber von seinen Ersparnissen ist kaum was geblieben. Und wenn ich nach draußen gehe, dann sehe ich nicht mehr, wer es ist. Ich kann nicht erkennen, ob du glücklich oder traurig bist. Meine beste Freundin hab ich jetzt schon lange nicht gesehen. Ihre Mutter sagt, es sei gefährlich, zu mir hinzugehen. Ihre Mutter sagt, besser bleib zu Hause für deinen Schutz. Und der Lehrer sagt mir, was ich machen soll und was ich muss. Ich möchte mich freuen, aber dafür hab ich keinen Grund. Auf meinem Wunschzettel habe ich nur einen Wunsch. Ich seh den Tannenbaum im Wohnzimmer leuchten und wünsch mir ein Weihnachten wie 2019. Ich möchte mich freuen, aber dafür hab ich keinen Grund. Auf meinem Wunschzettel habe ich nur einen Wunsch. Was für Geschenke, nein, ich kann mich nicht freuen. Ich wünsch mir ein Weihnachten wie 2019. Ihre Mutter möchte nicht, dass sie ihr Gesicht verhüllt. Und sie schreit sie an, Mama, komm schon, sei doch endlich still. Denn wenn sie nicht mitmacht, ist sie hinten in der letzten Reihe. Mama merkt, wie ihre Kontrolle ihr aus den Händen gleitet. Der Opa meiner Freundin, der in diesem Jahr verstarb, hat es nicht verstanden, warum ist am Ende keiner da. Warum lieg ich hier allein und scheid alleine aus der Welt? Meine Freundin ging kaputt, ihr Opa war ihr größter Held. Letztes Jahr an Weihnachten, da saßen sie zusammen noch. Und Opa sagte, glaub mir, diese 90 Jahre, die schaff ich noch. Alles ging so schnell und keiner konnte für ihn da sein. Und die Einsamkeit brachte ihn näher an sein Grabstein. Viele sind am Schreiten und sie schreien laut herum. Ich bin taub, ich bin stumm. Ich bin taub, ich bin stumm. Und man sagt, diese Zeit ist so besinnlich. Aber nein, das stimmt nicht. Ich möchte mich freuen, aber dafür hab ich keinen Grund. Auf meinem Wunschzettel habe ich nur einen Wunsch. Ich seh den Tannenbaum im Wohnzimmer leuchten und wünsch mir ein Weihnachten wie 2019. Ich möchte mich freuen, aber dafür hab ich keinen Grund. Auf meinem Wunschzettel habe ich nur einen Wunsch. Was für Geschenke, nein, ich kann mich nicht freuen. Ich wünsch mir ein Weihnachten wie 2019. Nelchen, Weihnachten ist das Fest der Liebe, der Familie, des Zusammenhalts. Eine magische Zeit, die uns allen ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Deshalb, Nelchen,